20 nach Erfurt, Hauptbahnhof über Erlangen, Forchheim, Bamberg, Coburg. Nächste Station, Fürth, Hauptbahnhof. Wir verabschieden uns von den Fahrgästen, die hier aussteigen. Vielen Dank für Ihre Reise mit DB Regio. Auf Wiedersehen. Thank you.
Führerschein die ganze Zeit aufzuhören, würde ich es auch direkt umhalten. Wenn der Sieger würde, dann lass mal, ist er wieder quittiert, dann wäre er sicher auf 140 oder 20 und dann würde er die Frage machen. Ja, wenn er drückt, dann ist er gedrückt. Ja, dann würde er das nicht. Dann denkt er an so eine. Ja, was hat er das genau? Technik. Ich habe ein bisschen rotes Signal. Ja, schon. Ich habe ein bisschen rotes Signal.
Gäste. Wir erreichen in wenigen Minuten Erlangen. In Erlangen haben Sie folgende Anschlüsse: S1 nach Neumarkt in der Oberpfalz über Nürnberg Hauptbahnhof um 12.43 Uhr von Gleis 3, IC 2065 nach Leipzig Hauptbahnhof über Bamberg. Planmäßige Abfahrt 12.38 Uhr, heute voraussichtlich um 12.54 Uhr von Gleis 1 am gleichen Bahnsteig. IC 2066 nach Karlsruhe Hauptbahnhof über Nürnberg Hauptbahnhof um 13.22 Uhr von Gleis 4. Wir verabschieden uns von den Fahrgästen, die hier aussteigen. Vielen Dank für Ihre Reise mit DB Regio. Auf Wiedersehen. Nächste Station, Erlangen. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts.
Triple Miner auch. Auch 138 GB. Ich hab's mal kurz gespielt, aber ne, gefällt mir nicht.
Oder alleine. Nächste Station. Forchheim. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. RE29 nach Erfurt Hauptbahnhof über Bamberg, Coburg. Nächste Station, Hirscheid. Das ist
Der mit diesen komischen Sitze, gell? Ja, wir starten erstmal in die Stunde. Kurz vor Mitternacht. Oh Gott, Katastrophe. 45 Minuten wegen der Gegenzug kommt, der Gegenzug ist dann 20 Minuten zurück, starten weiter. Weitere 20 Minuten sind wir so. Einfach allein gehen zu können, dann ist klar. Das ist völlig sinnlos. Ich glaube, das ist nochmal so. Dann haben wir nochmal die Sprache zum Interessen und zum Ansehen. Für die Zukunft.
Essen essen wir mal. Nächste Station, Hirscheid. Aufstieg in Fahrtrichtung rechts. Go ahead, diese Anwesen sind hoch.
über Coburg. Nächste Station, Bamberg. Warum? So scheiße. Der von Köln kommt. Scheißdreck da. Ist das ein IC1? Nein, ja, IC1. Bestimmt diese Scheiß von 1 direkt. Scheiße, das ist. Was haben wir jetzt da machen denn? Liebe Fahrgäste, aufgrund der Vorfahrt eines anderen Zuges verzögert sich unsere Weiterfahrt um wenige Minuten. Köln Hauptbahnhof. Ja. Da mit diesen neuen. Der Walfisch wird ja cool. Ja, das sind 6. Ah, ja, Walfisch. Ja, Walfisch, ja. Wurde mit Rotsex. Ja, genau, beides gemacht haben. Ich will mal. Ich will mal Walfisch. Walfisch und ich mal. Den Maltex selber. Toll. Warum keine. Warum keine. Da fahren wir einen Beifisch und den 6er. Ja. Ich habe mich auch gefreut. Hauptbahnhof um 13.16 Uhr von Gleis 3, IC2.
2065 nach Leipzig Hauptbahnhof über Lichtenfels. Planmäßige Abfahrt 13 Uhr, heute voraussichtlich um 13.27 Uhr von Gleis 6. ICE 708 nach Hamburg-Altona über Berlin-Südkreuz um 13.42 Uhr von Gleis 6. Wir verabschieden uns von den Fahrgästen, die hier aussteigen. Vielen Dank für Ihre Reise mit DB Regio. Auf Wiedersehen.
18 nach Bad Rodach um 13:32 Uhr von Gleis 5.
RE32 nach Lichtenfels über Ebersdorf bei Coburg um 13.34 Uhr von Gleis 1. RE19 nach Sonneberg Hauptbahnhof über Dörfles-Esbach um 13.34 Uhr von Gleis 7. RE24 nach Bayreuth Hauptbahnhof über Lichtenfels um 14.02 Uhr von Gleis 4. Wir verabschieden uns von den Fahrgästen, die hier aussteigen. Vielen Dank für Ihre Reise mit DB Regio. Auf Wiedersehen. Oh Gott, so voll jetzt weiß ich nicht. Ah, die ist weg, diese. Die ist weg, diese Schäferin. Ja. Ja. Und TF-Wechsel. Ja, der Junge. Ja. Wie lange kommt es nochmal auf in der Tür? 6 Minuten. Ja, okay, kann halt kurz rausgehen. Jo, und wenn keine Schaffnerin kommt, dann ja. Ich schon mal nicht mehr. Ja, oder der Silber, den wir haben, hat man auch gesehen.
gibt nur eh nur die S-Klasse bei den ÖB, so schlecht. Also für. Ich habe das Kuhburger. Ja, das ist irgendwie. Die beiden Ernst-Scooter. Nee, ist zum Landfilter einsteigen. Ja, voll, weil also ist. Nee, ich glaube nicht mehr. Wo ist das denn überhaupt? Der 19. Ist der Ende der Ring. Was wäre denn das? Ich glaube, das ist ein Zug. Das ist auch viel mehr politisch. Das ist auch von meinem Unternehmen. Das ist auch wirklich. Was halt gestern von mir betrieben ist. Das Einzige, was scheiße ist, dass er so selten fährt. Gut. Wie geht's? Fuck. Wollen wir. Auch dein erstes Mal? Ich war letzte Woche, Samstag, nur zwischen paar Mal bei Nürnberg. Wollen wir kurz die Nummer hinterher aus? Ja, oder lieber nerven. Ja. Das war der Zufall aus. Ja. Was? Dein Heil. Ja, L51. Ja. Ich guck mal, was er mit der Bombe macht. Die ist von der LTE, genau. Ja. Steht auch trotzdem auch. Wenn die hier reinkommt, dann fangt ihr ein bisschen mehr Sahne auf. Mhm. Ja, das war nicht gerecht. Ja, das ist nicht gerecht. Ja, ich kann nicht so rein. Ja, nee, ich hab die Cash von Klaus und Silke bekommen. RE29 nach Erfurt Hauptbahnhof. Nächste Station Coburg Nord. Bitte beachten Sie, aufgrund eingeschränkter Bahnsteiglänge ist ein Ausstieg aus der ersten Tür leider nicht möglich. Nächste Station Coburg Nord. Bitte beachten Sie, aufgrund eingeschränkter Bahnsteiglänge ist ein Ausstieg aus der ersten Tür leider nicht möglich. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Bei der Anlage kommen dann, glaube ich, irgendwie 1947 oder sowas, ja. Sehr unbarmustig. Und für die dann hier im Edeka gehen. Ich denke schon. Es geht ab. Alter, ich fühle mich. Ich fühle mich wieder heim. Alter, ich werde. Ich bin alleine auf der Kamera. Oder irgendwo hingeht alleine. Was? Gestern? Vorgestern?
Zugehauen, wieder aufgestanden und gegangen. Die haben nur so, mussten so lachen einfach, dass sie genau wussten, warum ich gehe. Alle heute.
ja eigentlich in Leipzig was essen gehen und da in diesem Burgerladen fancy Scheiße, die der Walle rausgesucht hat. Aber ja, dann wussten wir es halt. Ich habe mir gestern dieses Ding, das steht halt manchmal so übelst weit raus. Dieser Stift. Und ich wollte gestern so meine Hüfte vorschießen. Und da so nach und stech mir das hier zwischen das tut so weh einfach. Ja, und übelst Dreck unter den Finger weg. Wir haben eine Arbeit so und das alles so in diese Wunde mit reingeschoben. Ich habe gestern extra Fingernägel geschnitten, als ich jetzt die Finger nicht sagen kann. Ja, ich auch, aber danach erst. Es gibt wirklich nichts Schlimmeres als Gärtner auf der Arbeit mit kurzen Fingern. Das ist so arsch. Ich hatte auch die Tage so Fingernägel geschnitten, weil ich so mit Zupfen oder Tomaten aufreißen hat. Eher so semi. Keine Ahnung, ich habe wirklich das Gefühl, dass umso mehr die nutzt, dass sie auch härter werden als korrekt. Bei mir sind es einfach solche sterilen Krallen, das ist so krank. Ich habe in der Berufsschule mal so zickzack geschnitten. Also aus Langeweile und habe dann den Niklas und so.
Tisch. Ja. Ich muss dann die Arme lang machen. Wir wollen jetzt den Rauch aufzubauen. Thank you.
ist so typisch jetzt gerade, wenn ich in einer Phase bin, jetzt denkst du, boah, eigentlich gar keine Beziehung, weil ich mich so einfach in der und jetzt kommt so das ICE 1558 nach Wiesbaden Hauptbahnhof über Frankfurt-Main Hauptbahnhof um 14:19 Uhr von Gleis 2. ICE 509 nach München Hauptbahnhof über Nürnberg Hauptbahnhof um 14:31 Uhr von Gleis 1. ICE 708 nach Hamburg-Altona über Berlin-Südkreuz. Planmäßige Abfahrt 14:32 Uhr. Heute voraussichtlich um 14:42 Uhr von Gleis 9. ICE 930 nach Berlin-Gesundbrunnen über Berlin-Südkreuz. Planmäßige Abfahrt 13:09 Uhr. Heute voraussichtlich um 14:48 Uhr von Gleis 9. Vielen Dank für Ihre Reise mit DB Regio. Auf Wiedersehen. Er hat die Mutter von Jeremy getötet. Wir fahren ab Nürnberg nach München. Aber unser Zug war heute kaputt, unser ICE 3. Wo nach Düsseldorf gefahren ist, war kaputt. Ja. Der ist in Nürnberg geendet. Den haben die München abgeschleppt. Der 218er. Nee, wahrscheinlich. 101. Sehr schön. Gerade eben ist er raus. Wie weißt du das? Marek. Zeig mal Bild. Hat er nicht gezeigt, er hat halt geschnitten. Ich kann auch Bild machen. Weiß ich doch nicht, warum er es nicht macht. Hey,
mit dem heute mit dem Europäischen Union zu fahren? Nee, wir sind einen Umlauf später dran. Göttingen fährt der? Auch, ja. Was? Wo? Eher viel am Boden rumgekrochen. Leck ich davor. Wer ist voll? Geil! Noch ein 6-Pfeifer! Seid der hin? 500! Der Göschwitz! Und der? Oh, Abellio! Endlich sich mal Abellio! Da, Abellio! Arthur, ja. Keine Ahnung, was ist. Ey, gut, dass wir heute gefahren sind, weil Abellio wird eingestellt. Eingestellt? Ja, eingestellt. Komplett. Ja. Egal, Abellio wird gar nicht mehr. Ah, der fährt raus, Abellio. Noch ja. Jetzt, aber ab ja, der ist weggereicht. Sven, du und der Reederei. Da, tschüss. Gott sei Dank geht er weg. Der Schrott. Talent des Fahrers war schon von Anfang an, als er damals rausgekommen ist. Der Schrott, dieser Schrott Abellio. Wie viel 40? Das ist eine gute Idee. Ne? Oh, leck, der müssen wir aufpassen. Ich stand so eine Stunde 20 Mal auf dem Anhieb.